Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute ist es mal wieder Zeit für ein Angezockt von der Nintendo Switch. Heute mit Lego City Undercover. Das ist, glaube ich, für alle Junggebliebenen oder auch wirklich noch Jungen da draußen, die zwar Bock auf GTA haben, aber es vielleicht entweder nicht spielen dürfen oder spielen können, wie auch immer. Aber wir schauen uns das heute jetzt mal ein wenig genauer an, was da so ist. Ich habe selber also noch keine Sekunde gezockt. Ich weiß, dass es das auch schon für die Wii U gab, aber natürlich habe ich es da noch nicht gezockt. Hatte ich nicht so auf dem Schirm, gebe ich ehrlich zu. Jetzt aber für die Switch definitiv umso mehr. Deswegen drückt einfach mal Plus, um zu starten. Und natürlich ein neues Spiel. So, speichern, bestätigen. Ja, natürlich will ich speichern. Vielleicht so unterschiedlich einschalten. Machen wir jetzt auch mal. Ist vielleicht ein bisschen leichter, da ab und an noch zu sehen, was da gerade passiert. Alles klar, jetzt geht's los. Ja, tatsächlich wird der dafür gebaute Abschleppwagen. Was ein Zufall. Also ich bin selber sehr gespannt. Wie gesagt, ich habe auch nur Kritiken davon gelesen. Die haben sich alle fantastisch angehört. Oh, und da muss ich jetzt natürlich selber einfach mal einsteigen. Ein feuriges Willkommen an all jene, die sich gerade zugeschaltet haben. Ihr hört die knisternden Beats von Lego City Radio. Und die Vorhersage für heute lautet: heiß, heiß, heiß! Ach ja, dann hätte ich sofort Bock auf normales Lego zu basteln allein schon, wenn ich diese ganzen Sachen sehe. Ich weiß nicht, aber ich habe Lego wirklich geliebt als Kind. Also. Ach ja, Lego. Zwei Jahre, seit sie mich weggeschickt haben. Bin jetzt ein besserer Cop. Schlauer und schneller. Was bringt dich denn wieder her, Chase McCain? Jeder kennt ihn, ganz klar. Bekanntschaft, ein Versprechen und eine Schuld, die beglichen werden will. Geschäftlich oder privat? Ich muss das hier für dich ausfüllen. Der gute alte Zoll, den kennt man ja. Keins, vielleicht beides. Nein, aber irgendwas muss ich beantworten. Oh ja, der Kapitän ist natürlich mit anderen Sachen beschäftigt. Keine Sorge, das kann man ausbeuten. Okay. Kein Problem für einen alten Seebären wie mich. Ganz geschmeidig in den Hafen. Ah ja, okay. So macht man das also. Wenn ihr da Fragen habt, genau so geht es. Und was bringt Sie nach Lego City, junge Dame? Dieses Schiff? Schnickschnack. Bürgermeisterin Gleason. Wir sind so dankbar, dass du zurück bist, Chase. Das war sicher nicht einfach für dich. Musst du mir einen neuen Ausweis machen lassen. Ich dachte da mehr an dein Verschwinden damals, aber gut. Also machen wir es kurz. Rex Fury ist ausgebrochen und treibt sich in Lego City herum. Was? Geht es Natalia gut? Keine Sorge. Sie ist immer noch im Zeugenschutzprogramm. Ich muss sofort mit ihr reden. Ich gebe dir ihre Nummer. Aber wenn du sie wirklich schützen willst, dann schnapp dir Rex Fury und buchte ihn ein. Nochmal. Chase, die ganze Stadt leidet unter einer Welle der Kriminalität. Wirklich? Ja, schau doch. Hi! Und ich bin sicher, Rex Fury steckt dahinter. Nur du kannst uns helfen, Chase. Mach dich auf den Weg zur Polizeistation.
und finde Rex Fury. Ist klar. Natürlich. Hau da so ab. Okay, der Humor gefällt mir schon mal richtig gut. So. Aber ich habe noch nie ein Lego gespielt. Ich habe echt, ich weiß nicht, wie es funktionieren soll oder was man macht. Aber ich hoffe mal, ich werde hier so ein bisschen rangeführt. Ich weiß auch nicht, wofür diese Dinger da sind. So, mit X steigst du. X. Ah ja, das passt. Geht zur League City Polizeibehörde. Okay. Hahaha, ich habe auch hier eine Sirene. Geile Sache. Was folge den GPS? Ja, wahrscheinlich sind das hier die GPS-Dinger offiziell. Ja, dass ich damit lenken kann, damit kommen sie aber auch richtig früh an. Was? Ich kann ein Fahrzeug springen lassen. Wie geil ist das denn? Und wenn meine weiße Anzeige von ist. Oh, krass, geht das, ist das Ding direkt. Okay, also super geil schon mal. Gefällt mir ja richtig gut. Oh. Okay, einfach zerbrechen. So, ja, ich sammle hier die Dinger auf. Kein Problem. Kann ich auch eigentlich Bewohner umfahren? Scheinbar ja. Okay, ich bin ein böser Kopf. Das ist ein Notfall. Ich wollte das gar nicht. Oh, jetzt habe ich ein Cabrio draus gemacht. Na, was liegt an? Das ist aber... Wie geil ist das denn? Das Auto ist kaputt und ist ein Cabrio. Das ist ein Notfall. Nimm ich halt das Polizeiauto. Ist doch eins. Police. Man steigt, man killt, man... Wie geil ist das eigentlich? Man nimmt einfach so von irgendjemandem das Auto und sagt, das ist Notfall, ich bin Bulle. Darf das? Ja. Warum auch nicht? Macht man ja so als Polizist. Das Modell zu... Mit meinen Gedanken... Naja, nicht ganz... Hey, brauchst du Hilfe mit den Donuts? Nein, geht schon, danke. Ich bin übrigens Frank Honey. Chase, Chase McCain. Chase McCain? Eine Legende! Stimmt es, dass du Rex Fury dingfest gemacht hast? Hm, hab dazu beigetragen. Deputy Dundee hat die eigentliche Festnahme gemacht. Und ich bin auch keine Legende, sondern ein normaler Cop. Genau wie du, Honey. Wow! Ja! Na, vielleicht nicht ganz genau wie du. So, wie wär's? Kannst du mich ein wenig rumführen? Es wäre mir eine Ehre! Ich warte drinnen! Okay. Der Humor ist doch mal richtig toll von dem Spiel. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber das ist ja mal... Echt perfekt meins. Also, besser treffen kann man es gar nicht. Oh, la la. Sogar ein bisschen Ausschnitt hat die geplant. Hallo? Natalia? Chase? Ja, ich bin's. Geht's dir gut? Fertig. Bist du verrückt geworden? Mich anzurufen. Ich bin im Zeugenschutzprogramm. Zeugenschutzprogramm.
Ich war besorgt. Rex ist ausgebrochen. Dachte, er wäre hinter dir her. Weiß ich, aber er ist nicht hinter mir her. Der Chief hat mir persönlich versichert, dass Rex die Stadt verlassen hat. Was? Die Bürgermeisterin hat gerade das Gegenteil behauptet. Was? Soll ich? Ja. Ich will doch nur hören, ob du in Sicherheit bist. Dass ich in diesem Schlamassel stecke, ist allein deine Schuld. Wo bist du? Das geht dich gar nichts an. Natalia Smith, bitte zur Mercy Hearts Rezeption. Im Mercy Hearts Krankenhaus. Nein! Ja, aber komm bloß nicht her. Wenn Rex wirklich hinter mir hier ist, bleibe ich ganz sicher nicht hier. Elektrisch geladen, der junge Mann. Was, warum bin ich Zivilist? Noch zwei Festnahmen diesen Monat und ich gewinne ein Waffeleisen. Frank. Ich weiß nicht, warum ich sammle, aber ich will es einfach aufsammeln, alles, was da rumliegt. Okay. Ist hallo. Das auch wirklich sicher, Frank? Aber natürlich ist. Was war das denn? Ich sammle drauf. Hallo! Das hier ist unser Zentralcomputer. Ach, ich kann es wieder. Der qualmt normalerweise nicht so. Geil, ich hab's repariert. Heute Morgen gehackt. Der darauffolgende Alarm hat den Aufzug angehalten. Explodiert ist die ganze Sache aber erst, als Frank ihn reparieren wollte. Mit einem Hammer. Ah, ich kann es reparieren, ich bin Meisterbauer. Boah, wie geil. Das ist ja voll super. Zentralcomputer einsatzbereit. Ah. Sicherheitsabregelung aufgehoben. Aufzüge wieder in Betrieb. Wie geil. Nicht schlecht. Mal sehen, wer sich reingehackt hat. Oh, sag Bescheid, falls es Probleme gibt. Mit Computern kenne ich mich aus. Computern. Ja, Computern. Zeit für den Keller. Was kann ich da machen? Ich muss da rüber wahrscheinlich. Was? Bis wir die Kamera wiederfinden. Computern. Ja, Frau Bürgermeisterin. Ich informiere die anderen über Rex, aber ich sag doch, der ist sicher schon über alle Berge. Diese Wichtigtuerin schickt mir einen Spezialisten aus Übersee als Verstärkung. Chase McCain? Dunby, du, Sie sind der neue Chief? Mann, ich sehe dich zwar nicht gern hier, McCain, aber immerhin kann ich dich jetzt rumkommandieren. Sieh zu, dass du dich nach unten scherst und eine Uniform anziehst! Seid ihr zwei alte Freunde? Honey, hast du das angeforderte Material auf meinen Tisch gelegt? Ja, Chief. Ich bin in meinem Büro. In 10 Minuten gibt es eine Lagebesprechung zu Rex Fury. Obwohl er jetzt natürlich schon über alle Berge sein wird. Und bis dahin, keine Störung! Na toll. Ja, er scheint heute in guter Stimmung zu sein. Ja. Komm, wir holen dir eine Uniform. Also auf jeden Fall, wenn das nicht nach guter Stimmung riecht, dann weiß ich es aber auch nicht. Computer, das finde ich immer noch lustig. Das ist unser Keller. Ich führe dich rum. Ja. Aber ich muss erstmal hier so Sachen am Boden aufheben. Hier findest du Chucks Fahrzeugservice. Am Anfang hast du nur Zugriff auf ein Modell. Aber wenn du deinen Job gut machst, kriegst du Zugriff auf einen ganzen Haufen. Tatsächlich? Wie viele sind's bei dir, Frank? Eins. Wir sollten wohl mal weiter. Der Aufzug zu diesen Räumen ist außer Betrieb. Laut Chuck zu deiner eigenen Sicherheit, weil da oben ein Monster lebt. Ein Monster. Genau. bitte lass es mich nicht fressen. Eine schon klar, Frank. So, was nun? Was ist hinter dieser Tür? Oh, hier kommen wir nochmal her. Was? Ist etwas Besonderes. Komm, wir suchen dir eine Uniform. Ja. Wir haben heute neue bekommen. Irgendwo sollte also eine sein. Ah ja. Das ist sowas. Ich habe am Anfang eine gebrauchte von jemandem bekommen. Das Kleid stand mir wirklich gut. Sieh in diesen Kisten nach. Warum muss man heutzutage alle Möbel selbst zusammenbauen? Verstehe ich auch nicht. Chase McCain.
kein Polizist. Yes. So, jetzt erinnern wir die Polizei, okay. Oh. Hey, Uhu. Gut siehst du aus. Geil. Jetzt, wo du deine Uniform hast, zeige ich dir den besonderen Ort. Das ist die Ausgabe. Ah, hoffentlich ist Ellie da. Das ist ja schlimmer als Sportunterricht in der Schule. Ja, und für alles kriege ich Coins. Das ist total toll. Hallo. Ellie, bist du da? Bist du das, Frank, Honey? Moment! Das hier ist die Ausgabe und der Beweismittelschrank. Das reicht von... Ellie. Hey, Jungs! Oh, ich wusste nicht, dass du da bist. Du hast gerade mit mir gesprochen. Punkt für sie, ja. Hallo, ich bin Chase. Ja, das ist der Typ, von dem du mir erzählt hast. Chase McCain! Nett, dich kennenzulernen, Chase McCain. Mein Onkel Duke hat mir alles über dich und den Fall Rex Fury vor ein paar Jahren erzählt. Mhm. Tatsächlich? Keine Bange. Auf der Polizeistation wissen so einige, dass es eigentlich dein Erfolg war. Ja. Jetzt müsste ich mal die Vorgänge gespielt haben. Das ist ein Polizeikommunikator. Der kann so einiges mehr als dein altes Telefon. Unter anderem hält er mich darüber auf dem Laufenden, was du so treibst. Du musst ihn mit dem Zentralcomputer in der Eingangshalle verbinden, bevor du ihn benutzen kannst. Hilfst du Chase bitte dabei, Honey? Braver Junge. Ich melde mich, wenn die Verbindung steht, Chase. Komm, ab in den Aufzug. Ich will aber noch gucken. Ach Mensch. Darf ich gucken? Na, dann fahren wir halt mit dem Aufzug. Auch als Polizist. Hier lang, Chase. So. Also wirklich umsehen kann ich mich hier nicht. Ich kann, das ist, was ich sozusagen an Kamerasicht habe. Also minimalistisch gehalten. Da bist du ja. Ab an den Zentralkopf. Ja, brauchst du nicht sagen. Kommunikator verbunden. Aktualisierung läuft. 1% abgeschlossen. Oh, Fortschrittsbalken. Hey, Frank. Jemand muss den Chief wecken gehen. Ich arbeite zu hart. Ich wecke ihn ganz sicher nicht. Der feuert mich nur wieder. Ah, die Besprechung über Rex Fury wollte ich mir sowieso sparen. Hast du noch den Schlüssel zu seinem Büro? Ich hab ihn doch hier in der Hand, oder? Nein. Oh, dann habe ich ihn verloren? 100% abgeschlossen. Ja. Ich helfe dir beim Suchen. Okay. Je früher der Chief wach ist, desto eher kann ich mit der richtigen Polizeiarbeit anfangen. Danke. Okay. Also ich muss ihn oben verloren haben. Okay, oben. Alles klar, okay. Ich habe schon gehört. Ich folge schon nach oben nach. Was? Wenn das ausleihen will, um den Anruf anzunehmen. Hallo? Hey Chase, hast ja deinen Kommunikator zum Laufen gebracht. Klar, ja, Ellie. Aber jetzt muss ich Frank bei seiner Schlüsselsuche helfen. Kein Problem. Ich habe die Software auf deinem Kommunikator aktualisiert und seinen Scanner aktiviert. Sein Bildschirm zeigt dir jetzt Dinge an, die du sonst nicht sehen würdest. Geister zum Beispiel. Das war dein Spiegelbild, Frank. Danke, Ellie. Diese irren, glubschigen Augen gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Ja, gut. So, wie mache ich jetzt die Geistersicht? Team Scan. Wie? Zum Büro des Chiefs? Okay. Wenn du Donuts suchst, dann am ehesten im Büro des Chiefs. Du willst den Chief wecken? Okay. Wenn du damit fertig bist, hätte ich dann noch ein Wespennest für dich, in das du reinstechen könntest. Darf ich das machen? Ich weiß, wie das geht. Hatte es allerdings für eine Pinata gehalten. Okay. War's auch. Hey, da ist der Schlüssel. Du hast ihn! Dann kannst du ihn ja wecken. Ja, klar. Hab was Wichtiges zu erledigen. Natürlich, war irgendwie klar. Videospiele! Woohoo! Wenn du Donuts suchst, dann am ehesten im Büro des Chiefs. Na los! Die Einsatzbesprechung, Chief.
Wachen Sie auf! Ich will nicht. Oh, dafür randaliert. Okay, dann versuche ich's mal mit richtig Getöse. Okay, was macht er jetzt? Oh, das Ding anders zusammen, oder was? Wer da? Ich hab nur meine Augen entspannt. Und meine Arme. Und Beine. Oha! Du schon wieder. Toll! Besprechungsraum! Eine Minute! Was ist denn das für ein geiler Humor bei dem Spiel, bitte? Ruhe bitte! Hey Harry, wie viel Kaffee hast du schon intus? Ja, ich weiß, was du denkst. Waren es 6 oder doch nur 5? Nun ja. Okay, auf jeden Fall genug. Ich komme direkt zur Sache. Die Bürgermeisterin glaubt, dass wir nach diesem Mann fahnden sollten. Rex Fury. Ist der riesig! Rex gelang vor 3 Monaten die Flucht von der Albatros-Insel. Wie genau ist noch unklar. Aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass wir ihn bald auftreiben. Behaltet das also im Hinterkopf. Also, Rex Fury hat sich schon im Alter von 6 Jahren dem Verbrechen zugewendet. Du liebe Güte, ein durchaus wichtiges Detail, möchte man meinen. Elementar, mein Lieber. Unseren Durchbruch verdankten wir einer geheimen Zeugin. Geheim allerdings nur so lang, bis jemand versehentlich ihre Identität verraten hat. Dank Natalias Aussage konnten wir Rex verhaften. Er versuchte zu fliehen, aber sein Fluchtfahrzeug, ein Rasenmäher, war zu langsam. Auf die Rasenmäher, rechts ran! Außerdem hat er den Mann unterschätzt, der ihn schließlich dingfest gemacht hat. Mich! Steckt Rex hinter der Verbrechenswelle, muss er sofort wieder eingebuchtet werden. Um den tatsächlichen Übeltäter zu schnappen, hab ich an den wichtigsten Orten Kameras aufstellen lassen. Im Museum, Forest Blackwells Villa und natürlich in den Banken. Was zum... Besprechung beendet! Alle Einheiten zur Bank! Ich hätte da noch eine Frage, Chief. So, wusstest du schon, dass du mit Abschleppern Waren abschleppen kannst? Ja, tatsächlich, ja, das hat man schon. Warum darf ich das nicht machen? Weil man Chief mitbekommt. Verstehe ich nicht. Aber dieses Bauen und dieses, das ist ja richtig, richtig gut. Also, das ist ja da richtig, also wirklich der absolute Knaller. Hätte ich niemals erwartet, dass das so einen geilen Humor hat, das Spiel. Gut, die Ladezeiten, die sind so ein bisschen nervig. Das muss man ganz klar sagen. Weil die sind recht lang im Verhältnis, finde ich. Bereit, es den Verbrechern zu zeigen, Chase? Natürlich. Auch wenn gerade ein Verbrechen stattfindet, müssen wir rücksichtsvoll fahren. Mhm. Natürlich. Der Letzte zahlt 1 Monat lang alle Donuts für den Chief. Juhu! Okay, so viel dazu, würde ich mal sagen. So, hey Chase, ich habe deinen Kommunikator aktualisiert und das Navigationssystem aktiviert. Ah, das ist super. Damit kannst du dich leichter in Lego City zurechtfinden. Ich habe die Cherry Tree Bank mit einem Polizeischild markiert. Ja, irgendwie. Soll das die Bank sein? Ja, scheinbar. Ich dachte mir, das wäre jetzt mir perfekt. Zu nah, aber. Folge gut. Jetzt einfach der grünen Linie. Sie führt dich direkt ans Ziel. Okay, kriege ich hin. Dann Navigation.
Chase? Ja, Honey? Ich hab mich verfahren. Können wir die Wette abbrechen, bitte? Honey ist auch mal der Geilste einfach von allen. Muss ich da jetzt reinfahren, oder was? Ja, scheinbar. Ich dachte nur, ich muss da jetzt aussteigen, aber wollte er irgendwie nicht. Was ist der Chief da gekommen? Mit der Runde rauskommen! Was zum Clowns? Verfolgt diese Witzfigur! Was war das? Nein, warum? Ich dachte, ich kann den jetzt entern. Ich muss mich hinlegen. So? Halt, Polizei! Ich muss schneller laufen. Was gibt's Neues? Ich laufe schneller. Ich krieg dich schon! Halt! Komm schon. Hab ihn! Damit kommst du nicht durch. Und bam! Diese Stadt gehört jetzt. Warum lispelt der Clown? Nicht mehr lange. Hab ich hier geparkt? So, eins von drei. Wenn du das auch gleich anrufst, würde. Okay. Chase, hast du was Neues für mich? Ja, ich habe den Fluchtfahrer festgenommen. Sehr gut. Gutes Timing noch dazu, denn jemand vom Roten Café hat nämlich gerade einen Clown gemeldet, der auf das Dach steigt. Könnte einer der Verbrecher sein. Entweder das oder ich versaue einem Kind gleich die Geburtstagsfeier. Bin unterwegs. Wo meine Polizeitrillerpfeife wohl ist? Ein Pfiff damit und der gesamte Verkehr steht still. Okay, irgendwie muss ich sagen, das mit dem Fahren, das habe ich noch nicht ganz raus. Gebe ich ehrlich zu. Das ist noch ein wenig hackelig. Aber. Steig aus! Okay. Wo ist er? Der Clown. Hey, alle mal herhören. Ist irgendjemand hier zufällig ein Clown-Bankräuber? Oh Mann, wäre ja auch zu einfach gewesen. Ich kontaktiere wohl besser Ellie. Ellie, hier ist kein Clown in Sicht. Keine Sorge, ich habe gerade die Scan-Software deines Kommunikators aktualisiert. Benutze sie, um dich vom Dach des Restaurants aus umzusehen. Sie wird dir als Räuber verdächtigte Personen anzeigen. Und dann? Nimmst du sie fest? Ja, irgendwie naheliegend, gell? Ernst. So, wie mache ich den an? Hallo. Hab ihn. Gibt's doch nicht, wie gut war ich denn jetzt mit dem ersten Ding drauf? Das ist ja einfach nur mal Killer, wie gut ich bin. Oh, mal ein bisschen Leben in diese Betonwüste bringen. Oh, so gefällt's mir. Ja, das schaut doch gut aus. Entzückend, auch wenn ich es selbst sage. Kann ich da runterspringen? Oh, so weit ist es also gekommen, Officer. Soll das wirklich so sein? So, mein Freund, Clown, hab ich dich. Oh. Hast mich fast erwischt. Oh, das ist natürlich zu doof. Na, 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 na. Was machst du denn da unten, hä? Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich da jetzt das Ding dahinstellen, dafür, dass ich dann noch rüberkomme, kann ich mir vorstellen. Kommst du hier nicht hoch? Ja, doof. Komm und hol mich doch. Warum konnte ich das dann nicht abstellen? Na, 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 das ist ja doof. Na. Ich drück doch nur hin. Was machst du denn da unten, hä? Ach, zu einer grünen Betonplatte muss ich sie bringen. Ach so, ja, sagt mir doch das mal jemand.
Kommst du hier nicht hoch? Ach, so? Da kann ich das aufstellen. Ach, clever. Kannst du nicht so hoch springen, ne? Du machst es mir echt nicht leicht, Prof. Uhu, mach's gut. Hey, Hans, kletter doch an der Bodenranke hoch. Nee, oh nee. Hoppla, kaputt gemacht. Muss ich die wohl aufbauen? So, was macht da? Es gefällt mir super gut einfach. Was dreht durch, wenn ich wieder zu spät komme? Ah. Ja, steck's ran. Was? Um auseinanderzubrechen? Ah, ja. Okay, ich check, ich check, ich check. Hab's kapiert. So, was ist da unten? Da liegt noch der im Weg wahrscheinlich. Ja, hab ich mir noch gedacht. So, geh mal weg von deiner Ding da. Aber ich weiß noch nicht, warum ich das mache. Um diese eine Ranke da jetzt wieder hochzubekommen, oder was? Das ist ja mal ein Aufwand, du. Nur für so eine Ranke. Hätte er denn einfach eine Ranke bauen können? Nein, hoch, hoch, hoch. Yes. Rauskommen und Flossen hoch. Oh, so ein Mist. Ja, mein Freund. Halt, im Namen des Gesetzes. Verzieh dich, ich bin ein unschuldiger Clown. Halt, niemals. Oder ich laufe dir weiter hinterher. Hab ich dich. Und zack. Okay. Wir können das auf die harte Tour oder auf die weiche Tour machen. Die weiche Tour. Einer der anderen Räuber wollte auf einen Frachter springen, falls was schief läuft bei dem Überfall. Und kriege ich diesmal eine hübsche Zelle? Natürlich. Sicher. Wow, das war wirklich die weiche Tour. So, 2 von 3. Anruf? Chase, hast du den Räuber geschnappt? Dein Timing ist verblüffend. Und ja, er ist in Gewahrsam. Einer der anderen Räuber ist wohl an den Docks. Willst du den auch festnehmen? Natürlich. Ich check mal meinen Kalender. Ruf mich an, wenn du ihn hast. So, Auto? Ach, ich nehme das. Das ist ja das Schöne, als Polizist darf man es ja. Gucken kann er auch. Aber der hat keinen Boost. Dün. So. So, ich mach das einfach mal wieder kaputt. Wenn es schon da steht. Oh. Augen auf im Straßenverkehr, Chase. Was? Ich hab gar nichts gemacht. Die war da schon am Boden im gelegen im Prinzip. Ja, das finde ich schön, wie das Spiel hier einen in das Ganze so ein bisschen einführt. Wenn mir die Steuerung noch so ein bisschen ungewohnt ist. So. Na klasse. Wie soll ich denn da reinkommen? Schon wieder auf Anhieb gefunden. Ein Weg auf dem Steg.
Das dumme Tor. Oh, hey, Officer. Können Sie mir einen Gefallen tun? Ich muss das Tor aufkriegen. Mach ich doch gern. Prima. Mir nach. Okay. Ich würde es einfach einfahren. Aber wahrscheinlich muss ich jetzt. Lässt er mich jetzt hoch? Kann ich mir vorstellen? Sie suchen. Sie erkennen mein Sandwich an der Größe, die Sandwich zu haben. Ja. Es gab gerade so ein kleines Aufnahmeproblem, aber das sollte Falls jetzt nicht Gurke drauf ist, großartig ist es gestört nicht haben. Mein Sandwich. Falls Wurst und Marmelade drauf sind, ist es mein Sandwich. Da ist es doch. Gib das Sandwich her. Gib mir das Sandwich, du fliegende Ratte. So, jetzt hier den Vorarbeiter. Hey, Chef. Sieht ein wenig eklig aus. Mein Sandwich. Mein Sandwich. Das hab ich doch schon. Hey, was denn? Ich hab's ihnen doch schon gegeben gehabt. Och, Mensch. Muss ich nochmal das Sandwich scheinbar nehmen. Hier, ja, nochmal. Und... da. Also. Larry! Der Typ hier will aufs Schiff! Hilf ihm mal! Klar doch, Boss! Einfach, er beamt sich einfach drauf, fast schon mit einem Wahnsinnssprung. So, wo war jetzt der? Ah, ein Polizist! Nicht bloß irgendeiner. Bin heute in Spitzenform. Warum habe ich den da oben noch nicht bekommen? Der war doch so nah. Halt! Oder ich laufe dir weiter hinterher. Soll ich langsamer machen, damit es auch fair ist? Nee, ich hab dich jetzt gleich. Bam! Oh, wie gut! 3 von 3. Fall beendet. Kontrollpunkt abgeschlossen und Speicher vollkommen. So, an dieser Stelle gehe ich jetzt mal nicht ans Telefon. Ich sage vielen lieben Dank, dass ihr bei dieser Folge Angezockt dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es verdammt viel Spaß gemacht. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal von LEGO City Undercover. Euer Alcaramba.